Hey und willkommen zu einer kleinen Runde. Da, 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 da. Oder auch in eurer Sprache Pokémon. Zusammen mit der Palette. Ach, und ihr seht's vielleicht schon in meiner Hand. Seit heute gibt es nämlich toll neuen Kram auf glp.tv/shop. Also schaut am besten mal rein, kauft alles und ja, viel Spaß mit dem Video. Nicht vergessen zu bewerten, danke. Und damit willkommen zu einer kleinen Runde Pokémon Feuerrot mit der Spalette. Hallo! Er schaut einfach nur zu und kann mitentscheiden, was abgeht. Ja! Ich werde mich jetzt erstmal Kackklumpen nennen, warte. Was? Warum? Warte mal, habe ich keine Mitsprache? Doch, doch, doch. Warte, mir wird gerade erklärt, wie man steuert. Das brauche ich schon mal nicht. Das habe ich gar nicht nötig. Okay, das ist deine Rolle. Hallo! Herzlich willkommen in der Welt der Pokémons. Und alle Leute getriggert. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind die Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Du kennst den Text vorher schon, lol? Ja, war logisch. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Genau wie wir, nur ohne Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Oh, was denn? Was willst du denn wissen? Verrätst du mir, was du drunter trägst? Ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Wir sind ein Junge. Ja, okay. Ja, ich glaube schon. Ich habe in meine Hose geguckt. Ui. Wie lautet dein Name? Wir haben nicht viel Platz. Ah, ja. Wir brauchen Kacklum einen guten Namen nicht. Nein, wir machen was Cooles. Irgendwie so ein Shipping-Namen von uns. Ich hab den Namen. Ich hab den Namen. Pass auf, pass auf. Nichts mit Scheiße. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ich wollte Schlongo. Es geht nur Schlong. Nein, Mann. Palette. Malette. Die Malette. Nein, Malette. Ja, ohne nein, 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 nein. Der Malette hört sich nicht gut an. Maletto. Das könnte ein Pokémon sein. Parklip? Nee. Park, Park. Ich würde GLP, finde ich, irgendwie cool im Namen. Müll? Nein, nicht Müll. Ah, ah, ich weiß, was du willst. Müll. Das passt. Ey, das geht. Das geht. Muloch. Muloch? Muloch heißt, das ist kein Muloch. Ach so. Da ist Mul drin. Oh, mir gefällt's. Ich find's auch klasse. Ja, gut. Der Muluk. Der kleine Muluk. Start. Genau, dein Name ist also Muluk. Nein. Ja. Ich verstehe nicht mal, was Muluk ist. Ja. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Lass den gerne. Sein Name ist neuer Name. Nein, nein, ich finde Gary eigentlich cool, weil das ist original. Ja, aber wollen wir nicht lieber jedem einen richtig bescheuerten Namen geben, dass wir jedes Mal lachen müssen, wenn wir den sehen? Nein, aber wenn der Muluk gegen Gary kämpft, ich finde das schon cool, wenn er Gary heißen würde. Nee, ich finde Gary cool. Das ist halt einfach das Original. Weißt du was? Ich habe eine bessere Idee. Ich frage auf Twitter. Okay. Wie soll unser Kontrahent heißen? Warte, wie wird denn nochmal Kontrahent geschrieben? Oh, warte. Boah. Ach du Scheiße, komplett falsch. Komm, irgendwas Geiles bekommen wir da. Wenn auch nur einer, außer du, Gary schreibt, nehmen wir Gary. Schleißi. Wolfhard. Was sind das für Namen? Harald, Harry, Bob, Günther, Amadeus. Was ist ein Kontrahent? Oh, Moment mal, da sehe ich einen Gary. Mann, ich hab gesagt, außer du. Ja, da haben Leute geliked. Ach, zählt das als Vorschlag? Ja, ja. Meins hat da schreibt jemand Gary, der nichts mit dir zu tun hat. Aber ja, er hat genau das gemacht, was ich wollte. Warte. Oh, ja, wie wär's mit Harald? Harald wäre perfekt. Also Harald würde ich noch durchgehen lassen. Ach Mist, weißt du, was ich machen wollte? Ich wollte Gary mit Doppel-R nehmen, um dich zu ärgern. Aber Harald, er muss Harald heißen, das stimmt. Boah, ist immer schwer herauszufinden, wo die Buchstaben sind, ne? Kennst du das? Ja. Oh, was mache ich? Harald. Da, Harald. Ja, Harald. Ja. Fragt er gerade, wie sein eigener Neffe heißt? Ah, Enkel. War es Harald? Ja, ja, klar. Harald, stimmt, es lag mir auf der Zunge.
Muluk. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnissen. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Ich bin klein und fett. Warte, erstmal den Computer gehen und einen Trank abholen. Wir sind klein und fett. Ah, ja, ah, ja. Außerdem stimmt. Sind wir nicht dick. Muluk, schalte den PC ein. Was willst du tun? Item es gibt ja auch, ja. Was ganz interessant ist, diese Challenges. Es gibt diese Nutzlocke-Challenge. Das bedeutet, wenn Pokémon besiegt wurde, ja. Dann muss man es wegschmeißen. Was? Ich glaube, es hat gerade bei mir. Es klingelt an der Tür. Och, Mann. Hallo Fernseher, im Fernseher läuft ein Film. Vier Jungen laufen ein Bahngleis entlang. Den Film kenne ich schon, ich mache mich besser auf den Weg. Die Teller sind ordentlich aufgeräumt, ja das stimmt. Es riecht lecker. Jemand hier muss gekocht haben. Ey, Mutter, ey! Tappi nicht! Meine Mami? Mutter will mit dir reden. Oh! Wer ist die Mutter? Ja, du! Oh, richtig! Irgendwann gehen alle Kinder fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Hey, der ist doch da, hä? Ja, ich weiß auch nicht. Aber er will was von uns. Sieh durch! Aber was könnte er nur wollen? Ich weiß es nicht. Das und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Was? Nein. Alabastia. Oh ja. Haus von Harald. Mann, dass du wegkommst, Harald. Oh, wer hätte denn damit gerechnet? Warte, geh nicht raus. Ja, aber warum denn nicht? Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben in den hohen Gräsern. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Professor, ich leise manchmal ein bisschen. Der hat manchmal... Komm, folge mir! Okay, ich folge dir in deinen Keller. Ja, komm hier. Ja, komm bei mir rein. Oh. Ja, schön rein hier, Willi. Hallo? Ach, Harald, hey. Opa, ich will nicht länger warten. Harald, lass mich nachdenken. Ah, richtig. Ihr könnt ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Ihr Muluk, dort liegen drei Pokémon. Warum? Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein eigener Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Heißt das, die sind alle gestorben, oder was? Ich weiß es nicht. Aber ich gebe dir eins ab. Wähle. Okay. Halt, Opa, und was ist denn mit mir? Aber welche du nachhaltig. Ey, das war nicht mit Absicht. Hauptsache mal schön die Namen erwähnen. Auch du sollst eins bekommen. Hallo? Achso, falsche Taste. Achso, jetzt können wir aus... Oh Gott! Ah! Shigi soll es sein. Es ist das Training wert. Muluk, du möchtest also das Wasser-Pokémon Shigi? Nee. Nee. Und was ist das? Oh. Ah, Bisasam soll es sein. Es ist leicht zu trainieren. Muluk, du möchtest also das Pflanzen-Pokémon Bisasam? Nee. Was? Glumann, das alles sein. Sorry, ich hatte gerade einen Anfall. Trainiere es geduldig. Muluk, du möchtest also das Feuer-Pokémon Glumanda? Also wir haben da gerade drüber geredet und wir haben eigentlich immer Glumanda genommen. Zwischenzeitlich habe ich auch Shigi. Geredet. Doch, vorhin? Nein! Doch, ich habe dich gefragt. Nein, ich hatte die feuerrote Version, aber ich habe nicht Glumanda genommen. Ich habe Bisasam. Stimmt, du warst ein Bisasam-Fan. Nein! Stimmt ja, du warst das. Aber wir können gerne Glumanda nehmen, weil ich Glumanda noch nie hatte. Aber ist schwer mit Glumanda. Also wir können uns auch in der Mitte treffen und Shigi nehmen. Aber der wird so fett. Ich weiß es nicht. Soll ich eine Umfrage starten für 10 Sekunden? Ja, lass die Zuschauer entscheiden. Ja, komm, dann kann es auch sein, dass Bisasam gewinnt. Das glaube ich nicht. Nee, die Leute mögen oft Bisasam nicht. Ja, verstehe ich. So, ich hab's gepostet. Oh, also wird es Glumanda. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Genau wie du, Professor Eich. Glumanda. Ich hab's. Möchtest du Glumanda einen Spitznamen geben?
Schlongo? Schlingi Schlongo? Nein. Können wir ihn Edgar nennen? Den willst du Edgar nennen? Sollen wir nicht ein Schwein fangen und das Edgar nennen? Es gibt gar kein Schweine-Pokémon. Es gibt Schweine doch, irgendwo schon. Ja, okay. Nein, gibt's nicht. Aber wir nennen auch eins Edgar, aber das wird ja unser Haupt-Pokémon. Ja. Deswegen nennen wir es... Ich hab ne Idee. Wird das ein schöner Name? Oh! Oh nein, das passt nicht. Nein! Nur Kürbistumo. Ja, aber ist doch klasse. Kürbistumo. Nee. Doch, das ist gut. Nein, wir können keinen abgehackten Namen nehmen. Doch, Kürbistumo. Ja? Ja, das ist auch so ein bisschen süß. Unser kleiner Kürbistumo. Okay. Das wirkt wirklich niedlich. Ach, Kürbistumo. Dann nehme ich das. Oh, nein, und er nimmt das Konter-Pokémon. Oh. Ich nehme dieses hier. Harald El Chigi. Alter, der Narrator hört sich an wie Harald. Stimmt, hä? Ach, Bisasam, tut mir so leid. Ich geh mal weg, ne? Tschüss. Oh nein, ein Kampf? Warte, Moloch. Lass uns unsere Pokémon testen. Aber auch wie dreist, ne? Ich nehme den Pokémon, geh einfach weg, sag kein Danke. Komm schon, ich fordere dich heraus. Gott, jetzt geht's gegen Harald. Aber ich glaube, sein Vieh kann noch nichts. Also keine Attacken so. Nee, das nicht, aber... Oder kann das schon so Hydropumpe? Nee. Nee, aber ich glaube, es macht trotzdem mehr Damage. Los, Kürbistumo! Level 5, wow! Oh, um Himmels Willen. Aufdringlich wie immer. Okay, ich hör auf damit. Moloch! Dies ist dein erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Ja. Ein Pokémon-Kampf findet statt, wenn Trainer mit ihren Pokémon gegeneinander kämpfen. Bist ein bisschen langsam der heute, Trainer, ne? Dem es gelingt, die Pokémon des anderen Trainers zu besiegen, indem er ihre KP auf Null bringt, gewinnt. Ah, so aber geht das. Aber darüber zu reden hilft nicht. Du musst selbst deine Erfahrung machen. LOL, er wusste es wieder. Kämpfe und lerne. Okay. Nein! Aus Trainerkämpfen kannst du nicht fliehen. Ach so, ja, schade. Okay, komm. Nein, nicht Heuler. Heuler? Kratzer, nein! Ja? Nein, Kratzer. Oh, ich kann's tauschen. Ui. Okay, Kratzer. Ich aktiviere dich. Los, Kürbistumo! Oh ja. Dem Gegner Schaden zuzufügen ist der Schlüssel zum Sieg. Ja, ja. Ja? Vigi? Rutenschlag. Rutenschlag. Oh nein. Oh, der senkt unsere Verteidigung. Ach du Kacke. Aber wir... Ich greife einfach an! Los, Kürbistumo! Komm schon, kein Crit. Shiggy, setz nochmal Rutenschlag. Oh, oh. Ah, wenn der gleich haut, ne? Das ist... Ja, dann... er darf uns nicht critten. Bitte. Aber dafür nicht. Kassiert er jetzt Kratzer. Ja, nochmal. Und? Komm, Kritte! Ah! Shiggy? Oh, Tackle! Was? Ja, aber das sieht gut aus. Was bist du denn für ein Würstchen? Und, komm. Los, ab ins... Oh nein. Oh, Grab. Tackle. Kein Crit. Oh, ah, Gott, wir dürfen nicht verfehlen. Wir dürfen nicht daneben gehen. Ja! Wir haben es geschafft. Kürbistumo. Wir haben ihn besiegt. 70 Erfahrung. Ich bin so stolz. Oh Gott, Level 6. Ach, Kürbistumo. Oh, maximale KP plus 2 und Angriff plus 2. Oh, ich bin so stolz. Spieler besiegt Rivale Harald. Was? Achso. Was? Unmöglich! Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Moloch gewinnt 80, yo, Schingling. grandios. Bei einem Sieg erhältst du ein Preisgeld und deine Pokémon werden stärker. Kämpfe gegen andere Trainer und stärke so deine Pokémon. Ey, aber wie kacke ist das? Du rennst durch die Welt und verlierst immer dein Geld. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Moloch, Opa, wir sehen uns später, ne? Tschüss. Tschüss, Junge. Bin schon weg. Moloch, wenn du mit einem Pokémon kämpfen lässt, wird es stärker. Tschüss. Oh Gott, danke für den geilen Tipp, Alter. Danke, Professor Eich. Gott sei Dank haben Ach wir dich, so. Alter. Ohne dich wären wir echt lost. Palette, bist du das? Im Spiel? Hey, was soll das denn heißen? Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lernen. Ja, geh nach oben. Ja, ab ins Gras, aber mal die Sonne ins hohe Gras gehen. Hä? Oh, wer ist das? Oh, hallo. Seh nur. Nee, Moment. Seh nur, ich habe das, was auf einem dieser Tipps für Trainerschilder steht, abgeschrieben. Um das Menü zu beginnen. Hallo? Hallo? Ihr geht doch nach oben, aber wie soll ich denn unbedingt kämpfen? Voll den Kampf haben. Oh, Taubsi! Wir haben doch noch gar keine Pokobälle, oder? Stimmt.
Na komm, warte, wir holen jetzt auf jeden Fall noch da um die Pokebälle. Rasine noch weg. Da keine Chance. Naja. Es ist so lächerlich, 3 Schaden macht er, lol. Wir sind schon ganz gut angehauen. Aber stimmt, wenn wir Level abbekommen, dann fühlen wir uns. Okay, nach links. Nach links! Ja, ich wollte nur gucken. Gibst du uns einen Trank? Hi, ich arbeite in meinem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania. Gib uns was umsonst! Auf dem Weg nach Vertania City. Was sollen wir mit dem Trank? Moluk schickt den Trank in die Itemtasche. Ja, ist doch geil. Nee, er soll uns Pokebälle geben. Also, das ist nichts, ne? Ja, ich wollte nur gucken. Oh, der will Beef. Der will Heckmeck. Ja? Traust du dich? Nee, ist so leer. Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufblättern, da fährt er runterspielen. Ja, danke. Oh, wenn der jetzt kredit. Ah, oh, lol. Oh, oh. Hätte ich jetzt einmal daneben geböllert, ne, ich wäre tot gewesen. Ja, wir hätten noch den Trank gehabt. Ja. Aber jetzt wir kriegen doch nicht so viel zurück. Leider. Aber ich werde stärker. Glut! Oh, das ist so stark. Ja, besonders gegen hier Roggo, Alter, und seine Stein-Pokémon. Das wird klasse. Oh nein, stimmt. Junge, das Einzige, was wir aus denen machen können, ist Kohle. Ja, und dann wird er noch stärker, ich sag's dir. Hallo, wir brauchen Pokémon. Da, deine Frauenstimme bitte. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja. Okay. Stimm deine Pokémon für ein Moment. Was ist denn los mit ihr? Sie hatte einen Anfall. Danke. Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm her, Zanina. Hallo. Du kannst den für 10 Ecken da drüben benutzen, auf weil wir fangen. Was? Oh, das ist Markt. Geh einkaufen, Digga. Hallo? Hä? Kommst du aus Alabastia? Professor Eis schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Okay, ich bekomme ein Paket. Ich nehm's mit, tschüss. Ah, ne, warte. Okay, grüß Professor. Ich kann erst danach kaufen. Du miese Schwein. Wie er mein Geld nicht will. Ja, will ich auch nicht. Ist dreckiges Geld. Ja? Weil du da Leute beklaut hast. Ja, ja. Ja, und? Lass mich doch. Kann man hier nicht auch irgendwo ein Item nehmen? Ich dachte auch. Und? Nein! Ach. Oh, Taubsi. Taubsi, Level 2. Du drückst jetzt Level 2 auch noch. Was willst du tun? Alter, also, jetzt kassierst du Glut. Einmal Glut, Gesicht verbrennen. Zack, One-Hit. Ja, tja, 15 EP-Punkte, danke. Jetzt geh runter. Krieg einen Pokédex, glaube ich, Spoiler. Und dann können wir Taubsi fangen. Hallo, Moluk. Wie geht es dem Pokémon? Er scheint dich sehr zu mögen. Ja, klar. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Ja, bin ich, klar. Du hast etwas für mich? Ja. Ich habe auch etwas für dich. Oh, was denn? Oh nein, was machen Sie da? Auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Ach so, ja. Opa! Hallo, ich bin hier. Oh nein, der ist schon wieder. Warum hast du mich hierher bestellt? Was? Ich bin doch keine Pizza, Alter. Ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Ja. Oh. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir. Den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexicon. Wow, das ist ein Smooth. Moluk, Harold, diese beiden sind für euch. Oh, ja, danke. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen, einzusperren und Jahre zu knechten, bis sie sterben. Moluk erhält 5 Pokebälle. Moluk packt Pokéball in Pokéballtasche. Taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Echt? Wirf einfach einen Pokéball und versuche es. Okay. Doch, du bist auch fast kein Erfolg. Wo kommt das? Ich weiß auch nicht. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell. Du musst schon etwas mehr tun, um es zu fangen. Ah, Glück haben, schon. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Wie oft er das sagt. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen, Jungs. Ich mach euch auf den Weg, ja. Dies ist eine der bedeutendsten Projekte der Geschichte. Natürlich. Alles klar, Opa.
Überlass es ruhig mir, da kann eh nix der Moloch. Moloch, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau, ich leih mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben, Moloch, hä? Hey. Och Mann. Ich lach gerade erst, er geht noch runter zu dem Buch. Weil der Typ da hochkam oder die Frau. Tschüss, Professor Eich, bis dann, ne? Ja, tschüss, aber warte, ganz kurz. So, einmal kurz nach oben gehen, ich brauch keine Karte. Ui. Ja, oh, so ein dich schöner. Geh lieber hoch, da sind vielleicht bessere. Meinst du? Oh. Ja, hier oben. Oh, hey, Radfratz! Hau ihn weg, wir wollen Taubsi. Nee. Los, Kürbistumor! Kratzerattacke! Der ist doch tot, oder? Lol. Oh. Das bringt noch nichts. Der muss noch einmal. Nö. Doch, da muss noch mal einmal Glut. Ja, aber dann ist der tot. Noch einmal. Überlegt, aber ich benutze das jetzt einfach. Los, Pokéball! Sieg und Flieg! Oh. Oh. Lol. Wow. Toll! Er wurde gefangen. Oh, wir haben es geschafft. Alter. 0,3 Meter. Ui. Namen geben? Ja, Kackhaufen. Das geht, oder? Wenn das geht, ne? Ich werd den komplett bis zum Ende durchziehen. Kack, es geht. Ich glaube, es geht. Oh, ja! Das Spiel ist dafür gemacht. Kackhaufen. Ja, wir haben Kackhaufen. Oh, Taubsi, endlich. Level 4 sogar. Level 4. Glut. Glut, verbrenn ihn. Hey, komm, einmal reinböllern, ist egal, wie viel Damage der... Okay, nochmal. Ja, nice. Also gelb sollten die auf jeden Fall sein. Ja, definitiv. Das ist gut. Das könnte funktionieren. Wie viel Damage der macht, richtiger Damage-Dealer. Ja, Pokéball. Ja, hier, komm mal. Und Kackhaufen tankt. Genau. Und? Ja. Bitte, wackel, bitte, wobble. Ja! Ja, wir haben... Oh, wir haben schon das dritte Pokémon, Alter. Flagalu. Adis? Ja, pass auf. Ey, das passt. Das Spiel ist dafür geschaffen. Flagaluki. Ja, los, Flagaluki. Ey, es ist ein einziger Traum. Okay. Dann bewerte mal den Part. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Schaut bei der Palette vorbei. Bis dann. Tschüss.